Turin, wants to trumpet. Buat tuf mi kwe. Nat tuasten buat bisi wieder topi. Wurscht wann das ist. Na, du hast was na, du hast bitte, eben nicht. Bitte, na, bitte geh nicht auf eigene Faust mit dem Bürgermeister streiten. Na. Und mit dem Bauhofleiter genauso wenig, das ist praktisch im Bürgermeister sein Stellvertreter auf Erden. Du hast denn los, die. Los, die, ich mach das schon. Das, na, das ist keine Präpotenz, das ist Prävention. Jetzt hat es eh schon duscht gestern. Ja, die Weibe hat mir es gesagt. Wird Wiebke sicher. Wiebke hat mir erzählt von. Du. Na, weißt du, hast denn eben. Na, eben. Na, eben nicht. Da geht es eben nicht ums Ausgemachte, da geht es ums Atmosphärische. Das habt ihr es einfach nicht. Also, dafür spielt sie es besser Fußball. Hext du lacht er wieder. Na, aber, hä? Thorsten, versprichst du mir's? Versprichst du mir's? Dankeschön. Du, und was ich da sowieso auch erzählen wollte, das ist an sich super für uns, für den Hof, gell? Ich habe jetzt so einen Biozüchter kennengelernt, einen steirischen. Das war eh verrückt, den habe ich jetzt kennengelernt, den Herrn Fengder, weil war der aus Vorarlberg, gell? Aber wegen dem Züchter, gell? Den habe ich dann eben so kennengelernt, da in der Bar von unserem Hotel, weil die haben dort gleichzeitig gehabt, dann so einen großen Kongress von den chinesischen Bio-Lebensmittelerzeugern. Ja, da gibt es viel, Fräulein. Na sicher, das kriegst du bei uns auch. Ganz normal, Teile im Reformhaus. Das mit China steht meist nicht recht groß drauf, aber. Ja, bei meinen steirischen Kernen weiß man es eh schon, aber mal, wo sollen das alles herkommen, das ganze Bier? Ja, jetzt geht das ganze 12 Korn von den 12 Korn Müsli, das kommt alles aus Leumminien, das darfst du Maria gar nicht sagen, die trifft der Schlag. so meinst du? Naja, das stimmt schon, da hast du schon recht. Nein, das ist. An und für sich tut der Chines mit der Umwelt nicht gar so umeinander scheißen, das stimmt schon. Speziell, wo so wie rechts und links Plastik trägt, dann hauen, also da ist gegen einen Chinesen sogar ein Italiener ein Vorarlberger. Aber du, flexibel sind sie und gründlich. Wenn wo ein Staat im Weg ist, schieben sie es weg und wenn wo ein Biodinkel gefragt ist, bauen sie ihn an. Nein, wirtschaftlich unschlagbar, das ist, da kommen wir gar nicht mit. Das ist bei den Chinesen, das ist allein von der Mentalität her. Das ist in dem drin, auch jedes Geschäft wird gemacht, das sind da man, super Geschichte, wie du jetzt gehört. Ob man bekannt hat dazu, so vor 2-3 Tagen. Du musst da. Der Freund war das. Ja, der Vater Abraham. Na wirklich, von dem habe ich, pass auf. Da war er in Shanghai, ganz am Anfang, war das erste Mal in China, gell, und wollte zum Friseur gehen. Wobei, da muss man jetzt auch kurz einmal dazu sagen. Puff gibt es ja offiziell in China keine, ist ja alles verboten, aber in der Praxis heißt das nur, dass draußen eben nicht Puff draufsteht, sondern Frisiersalon. Und das hat aber jetzt ja noch nicht gewusst, weil er noch frisch war. Hm? Geht er dort rein, wundert sich eh, dass die Ladies gar so wenig haben. Aber gut, heiß war's. Hm? Sommer und Shanghai auch noch. Ja? Ich meine, in Shanghai sind ja damals auch noch die halben Leute auf der Straße im Pyjama umeinander gerannt. Nein, normale Pyjama. Weiß es auch nicht, taugt denen. Aber jetzt sehe ich immer so das Gewinner sich einer gerade an wegen der Expo 2010. Na jedenfalls, Vater Abraham flackt sich dort den Sessel rein und da wird hergeschnitten. Ja? Und die Ladies schauen natürlich auch mal ein wenig, deppert sie gegenseitig an. Ja? Aber dann rennt einfach schon einer über die Straßen und kauft Schau und Kampe. Weißt du, das ist China. Ja? Das ist der Geschäftsgeist. Ja? Das, wenn es sein muss, tun sie da sogar beim Friseur die Haare schneiden. Ja? Das ist. Da kommen wir nicht mit. Ja? Das ist, der probiert es einmal im Schakeline-Club in Vöcklerbruck. Ja? Nein, das ist schon eine andere Welt. Ja, aber wegen dem Züchter, halt, das, die Worte ist ein wenig laut. Der war genau, was wir brauchen. Ja? Die haben dort alles. Ja? Alte Haustierrassen, weißt, Sulmtaler Händeln, Pinzgauer Fleckvieh, Mangalitzer Schwendeln und alles. Ja?
Saatgut, Dinkel, immer Einkorn, was da? Paradies in alle Formen und ausgestorbene Apfelsorten. Was da einfällt? Nein. Da ist bitte, ich weiß eh selber, dass wir nun nicht so weit sind, mein Hof. Aber der Kontakt ist einmal da. Sicher brauchen wir jetzt erst den Strom. Und ohne Zufahrtsstraßen kommen wir nicht hin. Das ist, weißt, ich weiß, das müssen wir alles mal gebacken kriegen. Da hast du schon recht. Gell? Aber das. Du hast jetzt. Gut, du hast den Rick nicht auf. Hä? Thorsten, du hast mir was versprochen. Nein, das haben wir nicht andiskutiert, das hast du mir versprochen. Das, bitte, warte einfach, bis ich zurück bin. Von mir aus gehen wir dann miteinander zum Bürgermeister, wenn es da wichtig ist. Aber ich, warte einfach, bis ich. Hä? Aber ja, die werden mich schon wieder rauslassen. Sicher. Hey, was machen sie mit mir? Geil, aber du hast nichts Unüberlegtes dabei. Wir halten Kontakt. So dann. Alles. Vierte. Das war der Thorsten, mein Schwager.